kind of crazy. Let's do something kind of crazy. Call me baby. Also Freunde, ich bin wieder zu Hause. Ich finde irgendwie, ich sehe sehr krank und blass aus, aber mir geht's gut, falls ihr euch Sorgen macht. Ich habe eben gerade ein bisschen mein Zimmer ausgeräumt. Ich muss noch so Wäsche aus dem Korb packen und so. Der bleibt bei mir auch immer ganz lange stehen, bis das passiert. Ein paar Sachen habe ich noch. Ziehe ich dir einfach wieder über. Das ist so eine süße Jacke von Zara. Ich brauche immer Ordnung, ne? Ich kann überhaupt nicht ohne Ordnung hier leben. Auch noch ein bisschen Wäsche. Diese Decke verstecken wir jetzt einfach mal hier unter. So Leute, ich habe ein paar Pakete zugeschickt bekommen und ich dachte, ich mache die mal mit euch zusammen auf. Das eine ist so ein ganz großes About You Paket, aber ich glaube, das kann ich jetzt noch nicht öffnen. Das ist nämlich, oder das gehört zu so einem Live-Shopping. Das ist ganz cool. Das gibt es bald auf TikTok. Das werde ich in meiner Story auf jeden Fall nochmal ankündigen. Ich glaube am 14.02., wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ziehe ich das da zusammen an, mit Sarah zusammen. Ihr könnt Fragen dann dazu stellen, das ist, glaube ich, ganz cool. Das habe ich nämlich auch schon mal mit Amelie zusammen gemacht. Und ja, jetzt mache ich das sogar selber mit Sarah. Und ja, aber da sind noch so zwei Pakete, die mir, glaube ich, zugeschickt wurden. Die können wir zusammen aufmachen. Dieses große Paket hier ist einfach das About You-Paket. Das ist echt riesig. Eine Schere. Hier ist immer noch ein Paket, was ich eigentlich an euch verlosen möchte und ich habe es immer noch nicht geschafft. Das sind die Kess-Produkte. Irgendwann werde ich es auf jeden Fall noch verlosen. Ich hoffe, das ist hier gerade hübsch genug. Und so, machen wir das einmal auf. Kennt ihr das, Leute, wenn man das aufschneidet und man dann so immer Angst hat, dass man das da drin ist, dann irgendwie auch kaputt schneidet? Leute, das gehört mir zum About You-Paket. Also, das lassen wir mal da liegen. Ja, das hier ist von Vogue. Falsch rum. Nee. Wie rum? So. Egal. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall mal aufmachen. So gefällt mir das ein bisschen besser. Numero uno. Eine Vogue Cap. Ich trage zwar nicht so oft Caps. Aber die ist doch wohl cool, oder? Ich glaube, es kann auch ein bisschen mehr gedüngst sein hier. Also ich habe früher mal Tennis gespielt. Ich würde ja sehr gerne wieder anfangen mit dem Tennis. Mal gucken. Ich sehe mich ja auch mit Bühne jetzt zusammen so auf dem Platz. Und dann passt das hier auf jeden Fall sehr gut. Auch das nächste Teil. Wie cool ist bitte dieses T-Shirt. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt richtig ahnt, wie das aussieht. Ganz seht ihr, voll süß. Und auch so mit diesem kleinen Detail hier. Dachte ich auf jeden Fall, das sieht sehr cool zusammen aus. Dieses T-Shirt. Die Cap. Und dann am besten noch mit einem Tennisrock. Ja, Leute, ich werde das morgen mal anziehen. Heute Abend habe ich da noch keine Lust mehr zu. So, und ansonsten heute Abend, ich werde jetzt weiter Uni machen. Also versuche schon so meine 8-9 Stunden zu lernen. Ich glaube, heute läuft es auf 6 hinaus. Ist okay, ich kann auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was machen. Ich bin Biologie fertig. Genau, und deswegen möchte ich da jetzt noch ein bisschen kreuzen auf Via Medici. Und diesen Tipp habe ich auch wirklich so tausendfach von euch bekommen, dass man ganz, 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 ganz viel kreuzen muss. Und das will ich natürlich dann auch machen. Also Friends, ich war eben gerade mit Güne und mit Finimam Gassi. Und zwar im Blankenese haben wir noch einen Tee getrunken, das war ganz schön. Und ja, dann bin ich nach Hause gekommen. Meine Eltern sind heute Abend mit Freunden abends aus. Emmy, süß, ich bin zu Hause, die machen Party. Oder haben sich auf jeden Fall getroffen und halt ein Glas getrunken. Und fleißige Sinja hat gerade erstmal deren Getränkegläser da sauber gemacht. Unsere Spülmaschine ist praktischerweise gerade kaputt. Wir haben so eine coole Spülmaschine, wo man klopfen muss, damit die aufgeht. Und ja, das ist kaputt gegangen. Haben sich meine Eltern richtig gefreut und waren so richtig so, boah, was haben wir uns überhaupt dabei gedacht, so eine Spülmaschine zu kaufen? Ist ja klar, dass sie direkt kaputt geht. Also ich glaube, die ist jetzt 5 Jahre alt, aber normalerweise halten Spülmaschinen ein bisschen länger und scheinbar ist der Motor kaputt, der das dann aufmacht, wenn man klopft. Keine haben die jetzt nachträglich bestellt, kostet auch voll viel Geld. Naja, haben die sich auf jeden Fall sehr geärgert und seitdem waschen wir gerade bei uns alles wieder mit der Hand. Fühlt sich bei uns gerade so an wie im Segelurlaub, weil das ist eigentlich die einzige Zeit, wo wir mit der Hand abwaschen. War auf jeden Fall gerade sehr spaßig, diese ganzen Sektgläser hier im Schwamm zu putzen, weil da kommt man irgendwie gar nicht richtig rein und meine Finger die ganze Zeit nur so voll zerquetscht da drin und ja, keine Ahnung, egal. Ich schaue jetzt einen Film. 22:03 Uhr.
Ja, und auf jeden Fall werde ich mich jetzt aufs Sofa setzen. Ich werde einen Film machen und dabei Via Medici-Fragen kreuzen, und zwar zur Biologie. Gucken, ob ich da gut gelernt habe, was hängen geblieben ist. Was vielleicht gar nicht auf meinen Karten stand. Ja, auf jeden Fall kriege ich überall immer gehört, dass Kreuzen ja so wichtig ist und so, habe ich ja schon gesagt. Und dann will ich das natürlich nicht ignorieren. Und Leute, ich muss euch eine Sache zeigen. Und zwar, wie schön sind diese Blumen, Leute? Also diejenigen, die aufmerksam meine Videos schauen, wissen, dass diese Vase meiner Mami gehört und meine Mami diese wunderschöne Vase von ihrer wundervollen Tochter geschenkt bekommen hat. Sieht das nicht traumhaft aus, auch wie die Tulpen so darüber hängen? Ich finde das so elegant. Ja, falls ihr euch fragt, woher die ist von H&M Home. Ja, und die kommen jetzt wieder auf den Tisch. Der Hund ist schon wieder total hyperaktiv. Felix? Der hat vorhin... Felix, sollen wir das erzählen? Ist dir das unangenehm? Du weißt genau, was jetzt kommt, oder? So, Felix. Komm mal her. Wir erzählen jetzt die Geschichte, ne? Ja, wir erzählen jetzt, was vorhin passiert ist. Was ist vorhin passiert? Du brauchst gar nicht mit dem Rücken zu den Sitzen. Komm. Komm hier. Hi. Ja, du kannst ruhig da hingucken, ne? Nee, nee. Gestreichelt. Bleib. Felix. Nein, das war super. Nein. Okay. Und zwar, Felix hat vorhin einen anderen Wauwi, der neben uns am Tisch war, richtig angeknurrt. Er hat sogar einmal gebellt. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein anderer Hund angeknurrt hat. Eigentlich sind wir immer die coolen Felix, die alles unter Kontrolle haben. Und du, Arschi, hast heute einen anderen Hund angebellt? Ja? Ja? Das geht gar nicht. Das ist voll peinlich, Felix. Ja, du warst heute richtig peinlich. Ja, ja, richtig peinlich. Ja, kann ich gar nicht sagen. Fällt mir nichts mehr zu ein, Felix. Es ist eine Entschuldigung gerade, Felix. Ja? Das machen wir nicht nochmal, ja? Kein Knurren, kein Bellen, immer nur ignorieren. Ja. Amen. Da habt ihr die Geschichte von uns gehört. Felix ist das sehr peinlich, er dreht sich schon weg. Nee, ehrlich, also normalerweise ist Feli so ruhig. Selbst bei anderen Männern ist er auch mal so, Felix, jetzt entspann dich mal. Mach mal Platz. Platz. Bei Männern ist er auch manchmal ein bisschen so, wo man ihn mal wegzieht so, weil das, er ist ja auch nicht kastriert und dann sind die manchmal ein bisschen so und müssen sich auf echauffieren. Heißt das echauffieren? Echauffieren? Echauffieren. Ja. Aber was da los war, also das ging gar nicht. Ja, Leute, meine Arbeit. Sieht so wenig aus, aber das hat so lange gedauert. Wisst ihr, Leute, was ich mir gerade dachte? Wir müssen noch einmal Güne anrufen und gucken, ob er jetzt süß war, ans Telefon geht. So, Leute, meine Anrufliste. Das ist Emma Maya Schöning. Ich habe sie seit dem ersten Semester so eingespeichert. Mein Brudi. Und wir rufen jetzt Güne an, wie ihr sehen könnt. Güne, das ist ja echt krass. Wir rufen uns halt so oft am Tag an. Ja, auf jeden Fall. Bei O2. Nein. Bitte hinterlassen. Noch schlimmer ist, wenn man gar nicht rangeht. So, wir müssen jetzt erstmal Sturm klingeln. Hallo? Hallo? Hi! Na? Hallo? Ja. Hallo? Fehlt da nicht noch was? Hallo, mein Schatz. Na? Also, Leute, ich bin seit 8 Uhr, bin ich ungefähr wach. Ich glaube, 8.15 Uhr habe ich dann endlich das Bett verlassen. Ja, das fällt mir morgens manchmal ein bisschen schwer, aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe jetzt so 6 Stunden geschlafen. Morgen ist mein Plan auf jeden Fall ein bisschen länger zu schlafen. Ich habe jetzt bis jetzt nur Biologie gekreuzt auf ihrem YouTube. Das sind jetzt so 100 Fragen gewesen. Ich glaube, ich habe mit 70% richtig gekreuzt. Das ist, glaube ich, ganz okay. Das ist jetzt nicht 100%, wäre natürlich besser, aber keine Ahnung. Eigentlich bin ich, sag ich mal, gar nicht so schlecht und alles, was ich nicht wusste oder was ich jetzt zum Beispiel in der mündlichen nicht von mir aus direkt sagen hätte können, schreibe ich mir dann auch auf und lese auch immer schön die Erklärungen durch, damit ich da so das meiste mitnehme. Ja, und ich mache mir jetzt endlich einen Kaffee. Ich weiß nicht, irgendwie, Ajay hat mich zum Beispiel voll dazu gebracht, dass ich morgens immer Kaffee trinke. Also ich bin ja sowieso ein Kaffeetrinker, aber als ich bei ihr war, hat sie uns so morgens so voll den leckeren Hafer-Cappuccino gebracht und seitdem habe ich immer so Cravings gehabt, morgens Kaffee zu trinken. Aber ich seit so 3-4 Tagen nicht mehr
komisch, weil ich mag ich Kaffee so gerne. Ah ja, jetzt trinke ich trotzdem ein. Und mal gucken, was der Tag so bringt. Also ich muss heute ganz viel durchpowern mit Chemie. Ja, ich hoffe, ich kann auch irgendwas mit Family and Friends machen. Mal gucken. Also eher Family und Güne und mit Friends wahrscheinlich eher weniger. Aber ja, we will see. Wir bringen jetzt erstmal den Müll raus. Ach ja, voll das schöne Wetter. So, meine Lieben, ich habe gerade geduscht, wie man sehen kann. Ich fühle mich wieder wie ein Mensch. Ich habe zwar nicht meine Haare gewaschen, aber ich habe meinen Körper gewaschen. Das war auch mal wieder nötig. Nein, also jetzt nicht, dass ich gestorben habe oder so, aber man fühlt sich dann nachher trotzdem ein bisschen cleaner. Und ich habe dann auch so ein bisschen Körperpflege benutzt und Body Spray benutzt. Und ach ja, jetzt rieche ich wieder schön. Das ist richtig toll, ein tolles Gefühl. Und ja, eigentlich war ich heute tatsächlich mit Lea verabredet, denn ja, ist es voll meinem Gedanken in den Hintergrund gerutscht, weil ich ja gestern diese Zusagen da hatte oder diese Einladung zur Prüfung. Und das hat mich voll rausgehauen und dann habe ich das gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, auf jeden Fall treffen wir uns jetzt wahrscheinlich morgen. Was mir tatsächlich sogar ein bisschen besser passt, weil ich ja heute ganz viel Chemie machen möchte. Und wenn ich dann so Content zwischendurch kreiere, dann kommt mein schlechtes Gewissen wieder sehr weit nach oben. Ja, keine Ahnung, jetzt ich denke mal, ich gehe mit meinen Eltern spazieren heute oder sehe Kühne oder so, aber das war es dann auch. So, hier seht ihr einmal dieses schöne Top von Vogue, was ich euch gestern Nacht noch gezeigt habe. Ja, ich finde das richtig süß. Ich habe dazu jetzt so eine Shorts an. Ich ziehe mich hier gerade an, habe ich gemerkt, als hätten wir, weiß ich nicht, Hochsommer. Wir haben 10 Grad draußen. Und wenn ich rausgehe, entweder ich ziehe hohe Stiefel an und einen Mantel oder ich ziehe halt noch eine andere Hose an. Ja, wildes Outfit auf jeden Fall. Also mit den Socken sieht das heiß aus. Schau mal, Leute. Das ist so richtig, das ist so richtige Old Money Vibes. Das ist ja aus so dem Stil. Ich mag ja so rosane Sachen richtig gerne. So rosa, cute, girly und so. Aber das finde ich auch richtig schön. Und ich jetzt runter. Meine Eltern und ich und mein Bruder, wir frühstücken jetzt. Und ja, ich habe mir hier so einen Dutt gemacht. Und ich habe heute, by the way, so ein Tent Creme benutzt und ich sehe einfach voll braun aus. Mal so im echten Leben. Ich weiß nicht, wie das hier auf der Kamera aussieht. Seht ihr das? Ich sehe aus wie ein Junge. Ach Leute, ich weiß nicht, wie ich sehe, wenn ich so gut aus. Ich glaube, ich habe das verlegt. Ich weiß, so ein Gel. Ah, doch, ich habe es. Perfekt. Ja, Leute, da mache ich mir jetzt meine Babyhaare weg. Es sind sehr viele da. Ich finde, das fühlt sich ganz falsch an. Oh nein, ich habe noch mein... Ich bin so dämlich. Ich habe noch mein Trockenshampoo in den Haaren und habe das noch gar nicht irgendwie verteilt. Das muss man natürlich vorher erst mal machen, bevor man sich Gel in die Haare haut. Ich bin ja auch so schlau. Wow. Das sieht sehr hübsch aus. Dann gehe ich mit der Bürste einfach durch. Das finde ich ein bisschen schöner. Ich mag das gar nicht, dieses Gefühl von... wie heißt das? Von Trockenshampoo an den Fingern. Das ist so eklig, finde ich. So, Leute. Zweiter Versuch. Ich habe jetzt mir einen Zopf gemacht. Nee, es sieht einfach schöner bei mir aus. Keine Ahnung, ich kann einfach keinen schönen Tutt machen. Und habe ich das gerade schon angefangen? Das ist echt praktisch. Leute, seht ihr das? Und meine Haare sind so voll mit Volumen, weil immer wenn ihr Trockenshampoo nutzt, kriegen eure Haare voll das Volumen. Plus ich flechte sie ja nachts, wenn ich sie mal nicht eindrehe. Ja, und ich gehe jetzt frühstücken. Meine Eltern haben gerade schon Bescheid gesagt, dass das, ui, weiße sind ja, dass das Frühstück fertig ist. Wie in so einem, wie heißt das, wie in so einem Hotel. Ja, also es hat echt Vorzüge, zu Hause zu wohnen, Leute. Ich muss nicht so viel kochen, ich decke nicht so häufig den Tisch. Weil mein Bruder und ich das früher immer gemacht haben, aber die Eltern haben mal länger geschlafen. Aber momentan, wo ich ja immer lerne, sind die so voll verständnisvoll und ja, ich muss überhaupt nicht mit irgendwie helfen, das ist ganz toll. Ich gehe mal nur die vielen Runden mit Phoenix. So, Leute, ich habe gestern noch diese ganzen About You Sachen ausgepackt. Die sind so auf diesem Stapel verteilt. Ich habe aber auch noch was nachgestellt, weil ich habe irgendwie Angst, dass es zu wenig ist für die Zeit, die ich da sag mal, verwerten soll. Und ja, ich habe da wieder mein rosa Zimmer. Hier seht ihr aber ganz, ganz kurz. Das ist so eine tolle Tasche.
Leute, ich freue mich so, die euch zu zeigen. Und wenn ich hier so diese Sommersachen anhabe, ich kriege einfach so Sommer-Cravings. Das ist nicht normal. Ich würde so gerne jetzt so rausgehen. Ich würde mich so gerne bräunen, aber ja. Leider nicht die Temperaturen. Ich würde auch so gerne, ich glaube, habe ich das schon gesagt? Ich würde so gerne jetzt gerade im Urlaub irgendwie draußen lernen in der Sonne. But I don't have someone who wants to come with me. Leute, was sind das für Vibes? Schaut mal, wann das einfach so liegt. Sieht das nicht so schön aus? Ja, Leute. Ich freue mich, die im Sommer zu tragen. Ich weiß auch jetzt schon, dass Günay mir die safe klauen wird. Auch voll sad. Ich weiß, ich glaube, Günay würde dieses Oberteil auch so gefallen. Ich habe übrigens schon einen Fleck drin, als ich eben abgewaschen habe. Aber ich glaube, für einen Mann ist das ein bisschen zu kurz. Ich glaube, ich gucke mal, ob es das auch ein bisschen länger gibt für Männer. Ich weiß gar nicht, haben die auch Männersachen? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber dann würde ich das Green Eye holen, weil er eigentlich weiß, also ich bin mir so sicher, dass er das feiert, dieses T-Shirt. So, ich habe mich jetzt wärmer angezogen. Das ist kein hübsches Outfit, das matcht nicht. Aber das ist beides sehr warm. Die Hose ist nämlich sehr warm und dieser Pulli auch. Und dann ziehe ich jetzt einfach eine Jacke drüber und dann werde ich mich hier in die Sonne setzen und hoffe, dass ich nicht erfriere. Ich glaube, ich nehme auch mein Wärmekissen mit. Das ist mein Wärmekissen, das ist nicht süß. Und das kommt dann mit mir nach draußen. So viel zum Thema, man muss sich alles immer so richtig schön machen und ästhetisch und kuschelig und. Und jetzt versuche ich, das schöne Wetter zu genießen, aber dabei gleichzeitig zu lernen. Freunde, mein kleines Update. Ich war eben mit meiner Mami spazieren. Davor saß ich im Garten. Ich saß mir jetzt auch wieder in den Garten und mache Chemie weiter. Ich habe gerade eben noch ganz schnell meine Nägel blockiert. Die sehen jetzt ganz schlimm und unangenehm aus. Ich nehme den gleich mal nach draußen, dann kann ich das auch mal machen. Ah, die sind wenigstens schön lang, aber ja. So, Freunde, wir sind im Auto. Wir fahren jetzt zu Günay und gehen spazieren bei diesem tollen Wetter. Solange es noch toll ist, ich sehe langsam ein paar Wolken kommen. Ja, ich habe mich geschminkt, Leute. Ich habe ein bisschen was aus mir gemacht. Ich habe meine eine Seite fertig geschminkt. Fertig lackiert, sieht man das so. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Die Seite ist noch nicht so richtig fertig. Das ist eine Schicht, da kommt später noch eine andere drauf. Und hier kommt auch noch ein kleiner drauf. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir gehen ein bisschen spazieren. Ich habe meine Kamera dabei, falls wir einen schönen Fotospot finden. So mache ich eigentlich jedes Mal meine Bilder, dass ich immer spontan alles dabei habe. Und falls da was Schönes ist, dann einmal schnell so, Schatzi, kannst du kurz ein Foto machen? Und dann, ja, so viel dazu. Ich habe mein iPad auch dabei, falls ich gleich ein bisschen auf Günay warten muss, weil manchmal braucht er ein bisschen länger. Dann kann ich noch weiter Chemiesachen angucken. Und ja, ich glaube, das Ganze läuft wieder darauf hinaus, dass ich wieder bis spät in die Nacht lerne. Das ist ein bisschen doof, weil ich heute auch mein YouTube-Video schneide. Das hier. Ganz, ganz spontan. Also heute ist ja Samstag, morgen kommt es immer online, falls ich mich nicht verspäte. Ja, aber kriegen wir alles hin. Genau, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los. Beton. So Leute, wir sind jetzt in Eppendorf und setzen uns hier hin, trinken Kaffee. Ich habe mein iPad dabei, Günay hat sein Buch dabei. Ja, dabei trinken wir einen schönen Kaffee. Günay meinte, wir gehen nicht all in, wir holen uns ein Ticket. Am Ende kostet das uns hier 30 Euro. Ja. Ich habe irgendeinen Fussel im Mund. Immer noch. Pizza weg. Toll. Boah, ist ja so lecker mit so, wenn man draußen ist, mit den Händen an die Zunge zu gehen.
Achso, Sabine und ich waren eben gerade bei Nordcoast. Ich habe irgendwie voll vergessen, irgendwas da zu filmen. Ich habe eine Waffe gegessen und einen Cappuccino getrunken. Güne hat einen Tee getrunken. Und jetzt gehen wir zum Auto. Ich fahre nach Hause. Güne fährt nach Hause. Und ja, dann werde ich noch ein bisschen produktiv hoffentlich sein. Also Leute, ich bin ja zu Hause und bin hier am Lernen. Irgendwie ist mein Stift gerade schon wieder kaputt gegangen. Also er reagiert nicht. Ich glaube, ich muss mir echt einen neuen holen. Das ist so nervig, weil ich ja halt auch irgendwie so am Aufschreiben bin. Ich glaube, ich frage jetzt erstmal, ob ich sein erstmal benutzen kann. Ja, und ich habe seitdem vorhin im Café waren irgendwie Unterleibschmerzen bekommen. Ja, Animedels, wir wissen, was das heißt. Ich habe mir hier auch meinen Freund wieder geholt. Wir chillen jetzt den Abend zusammen und ja, ich darf jetzt hier erstmal ganz viel Chemie noch machen. So, mein Lieben, das ist ein ganz spontanes Video und zwar dachte ich, er hat nämlich noch ein bisschen Material zu Hause und ich mache das jetzt einfach hier so weiter. Ich bin gerade auf dem Weg in die Uni. So, Freunde, ich glaube, der Lärm hier ist nicht ganz so toll, deswegen ganz, ganz kurz. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Uni zum Skill Lab und gehe da jetzt ein paar praktische Versuche durch und ich dachte, ich filme das Ganze für euch, damit ihr das mitseht und ja, alles andere später, da wo... Gott, ist laut, Leute. Einmal zur Seite gestellt. Ich bin auf dem Weg in Spülberg. Heute ist Kines Geburtstag. Ich mache es hier ganz kurz nur. Aber ich dachte, ich vlog mal wieder mit, weil meine Kamera war eh dabei und ja. Ups, ihr wart voll reingesund. Ja, und weil ich auch immer lernen muss, werde ich jetzt den Vormittag mit meinen Uni-Sachen verbringen und nachmittags dann was mit meinem lieben Schatzi machen. Und ja, ich habe sogar eine Hotelübernachtung organisiert. Das ist irgendwie immer ganz cool, weil es dann so ein bisschen mehr special ist und so. Und ja, Leute, aber ihr werdet alles mitbekommen. So, ich dachte, ich quatsche noch mal kurz mit euch, bevor ich hier losfahre. Ich bin jetzt wieder im Auto. Ich glaube, ich war 2-3 Stunden im Brühlweg. Also relativ lange. Ich hätte auch noch theoretisch länger sitzen können von meinem Unikram her. Aber ich hatte am Ende so eine Teams... ich fasse mir gerade mit meiner Hand ins Gesicht. Oh, das war gerade so eklig. Leute, erstmal, ich bin jedes Mal zu blöd, mir meine Parketage zu merken, wenn ich im Parkhaus stehe. Jedes Mal muss ich nochmal mit dem Fahrstuhl fahren, um dann die richtige zu finden, wenn nicht sogar mehrfach als einmal. Ja, also könnte man ja denken, dass man sich sowas merken könnte, aber nee. Ich weiß nicht, ich gehe einfach mal in den Fahrstuhl und weiß dann nicht mehr, wo ich war. Naja, auf jeden Fall musste ich dann durch die... Wie heißt das? Dann dachte ich so, okay, gehe ich diese eine Etage mit dem Treppenhaus, also durchs Treppenhaus und dann hat das da so nach Urin gerochen. Und dann jetzt finde ich das voll eklig, dass ich mit meiner Hand die ganzen Türgriffe angefasst habe. Ich würde so gerne gerade Desinfektionsmittel benutzen, aber ich habe keins. Ja, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, was wollte ich erzählen? Ich hatte so eine Teams-Sitzung mit einer Prüferin, die mich in Biochemie mündlich prüft. Und ja, irgendwie jedes Mal, wenn ich nochmal so damit, sag ich mal, konfrontiert werde, mir habe ich das Gefühl, es wird immer ernster. Also wird es ja auch, aber...
keine Ahnung. Und ja, das ist ganz cool bei uns. Ich weiß nicht, inwiefern das bei staatlichen Unis so ist, aber wir haben die Möglichkeit, davor nochmal mit unseren Prüfern zu quatschen, wenn wir dann halt wissen, wer es ist. Und dann geben die einen einfach nochmal ein gutes Gefühl, wenn man noch offene Fragen hat, sei es inhaltlich oder vom ganzen Ablauf her, dann kann man die stellen. Wurde zwar auch schon alles ganz oft gesagt, aber es gibt einen einfach Sicherheit und das ist echt schön. Ja, und generell, ich mag meine Prüferin voll gerne. Was darf ich sagen, dass sie ist bestimmt? Also, genau, mag ich auf jeden Fall voll gerne. Sie ist, glaube ich, ein sehr netter Charakter, was mich schon mal etwas entspannen lässt. Keine Ahnung, weil das auch so ein bisschen die Atmosphäre dann beeinflusst, sag ich mal. Und ja, dann hatte sie auch gesagt, dass, ich weiß es nicht, immer wenn man mir sagt, dass ich, weil ich jetzt schon in diesem Punkt bin, wo ich gerade bin, sag ich mal, ich habe ja auch schon viel gelernt, ich habe ja auch schon viele Prüfungen beschrieben und ja, jetzt auch alle bestanden, nicht immer beim ersten Mal, aber jetzt, sag ich mal, alle bestanden. Und immer wenn man mir sagt, dass wir schon echt viel geschafft haben, allein schon, weil wir an diesem Punkt sind, wenn man mir das sagt, ich werde dann so emotional, ich weiß gar nicht warum. Ja, auf jeden Fall bekomme ich dann theoretisch irgendwie immer wieder so einmal kurz Tränen, so Freudestränen, sag ich mal. Ja. Aber Leute, ich habe gerade Angst, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit sitze und quatsche, dass mein Parkticket hier abläuft. Also ich weiß gar nicht, wie lange darf man bezahlt haben und dann noch hier stehen? 15 Minuten oder so? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause. Irgendwie meine ganze Geschichte hier hat keinen Start, kein Ende, keinen roten Faden. Ach ja, Leute, ich bin irgendwie gestresst. Ich bin heute auf jeden Fall noch nicht fertig. Heute habe ich Lipide und Proteine als Thema im Biochemie zu lernen. Ich habe jetzt Kohlenhydrate hinter mir gelassen. Oder was habe ich gerade gesagt? Aminosäuren und Proteine, ja. Gestern hatte ich Lipide. Habe ich heute Morgen auch mal kurz durchgegangen. Ich muss unbedingt noch die Sachen kreuzen, habe ich noch nicht gemacht. Sehr, sehr schlecht. Das ist nämlich, glaube ich, das Wichtigste von allen, dass man die Sachen kreuzt. Das wird mir so oft gesagt. Naja, auf jeden Fall habe ich hier... Oh, das stresst mich auch. Ich habe noch kein Bild heute gepostet, Leute. Das heißt, wenn ich gleich zu Hause bin, das Erste, was ich mache, ist erstmal ein Posting vorbereiten. Ich habe schon die Sachen rausgesucht, aber ich wollte eigentlich noch so süße Schrift dazu machen. Aber das dauert auch immer seine Zeit. Egal, gestern Abend hatte ich erstmal... Ey, ich rede später mit euch, Leute. Ich glaube, dieses ganze Setting hier ist eh nicht so schön. Aber ja, gestern Abend hatte ich auf jeden Fall einen Nervenzusammenbruch. Erstmal richtig geweint, aber danach ging es mir richtig gut. Also ein Zeichen für euch. Lasst es raus, danach geht es euch besser. Zumindest in den meisten Fällen. So, Freunde, ich bin zu Hause. Wir haben nur eine Stunde später. Ich stand richtig im Stau. Ich habe dementsprechend echt schlechte Laune. Also wirklich, ich habe Kopfschmerzen, ich habe schlechte Laune, ich habe Hunger, ich stand im Stau, alles zusammen. Das ist so schlimm. Ich wollte jetzt schnell rein, ich wollte jetzt erstmal was Süßes essen. Dann, ich habe mir nämlich so einen richtig großen Vorrat an Süßigkeiten gekauft. Das ist so toll, meine eine Schreibtischschublade ist nur voll mit Süßigkeiten. Da bediene ich mich gleich erstmal und dann esse ich, glaube ich, noch was Richtiges. Dann wollte ich noch duschen, weil meine Haare sind dezent fertig. Guckt euch das an. Hilfe. Und wollte mich ein bisschen schick machen für meinen Schatzi. Ja, keine Ahnung. Das nimmt ja auch noch falsche Zeit in Anspruch, ne? Also Mädels mit langen Haaren. Ich finde das immer sehr anstrengend. Ich habe ja auch schon so oft jetzt überlegt, ob ich meine Haare kurz schneiden soll. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, Leute. Also wenn ihr das seht und mir euren Tipp geben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe überlegt, ob ich die halt wirklich so bobmäßig abschneiden soll. Ja, ich bin ja meint, das sieht gut an mir aus, aber... Ich habe Angst, also lange Haare, die strahlen ja immer so Weiblichkeit aus. Ich habe irgendwie Angst, dass ich dann... Obwohl, ich sehe dann ja nicht aus wie ein Junge, aber ich weiß nicht. Irgendwie mache ich mir Gedanken. So, ich bin jetzt in meinem Zimmer. Ich habe gerade 2-3 Scheiben Brot gegessen. Ich war auf jeden Fall gesättigt. Ich habe gerade mal meine Haare angeguckt und war so, okay, Sinja, du musst die unbedingt waschen. Also, führt auf jeden Fall keinen Weg dran vorbei. Und, was ich zeigen wollte, Leute, wie süß ist das? Ich meinte meiner Mami, dass ich irgendwie zu wenig Socken habe. Und falls sie mal wo ist und da gerade Socken sind, dass sie mir gerne welche mitbringen kann. Und jetzt habe ich weiße Socken bekommen. Kennt ihr, das sind so kleine Aufmerksamkeiten, über die man sich irgendwie voll freut. Muss ich gleich erstmal hier einen dicken Kuss geben. Ja. So Leute, ich habe gerade die Perspektive gewechselt, weil mir das eben nicht gefallen hat. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was ich aufgemacht habe. Und zwar hatte ich ein Gifting. Einmal von Nom, da gab es einmal die süße Scrunchie. Hier. Dann ein schönes Top. So ein Tube-Top. Auch sehr süß, auch vor allen Dingen für den Sommer. Und ein Langarm-Top. Das ist das hier. Und ich hoffe, die sitzen alle eng bei mir. Ich weiß es nicht. Ja, so viel dazu. Aber ich kann mich gerade irgendwie gar nicht freuen, weil ich einfach nur Hunger habe. Obwohl, ich habe gerade was gegessen, aber ich brauche noch Zucker. So,
bisschen besser. Wir essen jetzt ein Kinderriegel, Leute. Für die Laune. Für unsere Mut. Seht ihr die? Das sind so eine Schwarzbrot-Chips. Hört sich sehr weird an. Die sind so lecker. Das sind wirklich so Schwarzbrot-Dinger. Aber die sind einfach so geil. So als Alternative zu Chips. Ich bin ehrlich, Leute, die schmecken besser als Chips. Man hat nicht so ein ganz so schlechtes Gewissen, obwohl da halt auch ganz schön viel Fette und so dran ist, aber... Ich muss sagen, Leute, in letzter Zeit, ich kann auch voll viel essen, ohne so richtig zuzunehmen. Ich habe ein bisschen zu nehmen, tue ich schon, aber nicht so viel. Weil beim Lernen einfach mein Kopf so viel Energie verbraucht. Das ist so toll. Ich glaube, das ist der einzige Vorteil in der Lernphase, dass man viel Energie verbraucht. Also ich würde sagen, ich dusche jetzt erstmal, ich esse erstmal meinen Kinderriegel auf und dann schauen wir gemeinsam, was ich anziehe. So, kleines Update. Ich habe meine Haare gewaschen und geföhnt. Die sind noch so ganz, ganz leicht nass. Und die werde ich jetzt versuchen, meinen Dyson lockig zu machen. Erstmal habe ich diesen Hitzeschutz drin. Den benutze ich immer, wenn ich meine Locken mache. Weil bei dem anderen, den ich euch auch schon mal gezeigt habe, da ist nämlich so ein bisschen Öl drin. Dann halten die Locken nicht so gut. Genau, und den hatte ich auch von der lieben Vivi empfohlen gefangen. Von der lieben Vivi empfohlen bekommen. Das ist, ja, ich glaube, beste Friseurin aus Hamburg. Ja, und das ist jetzt dieses Lockenspray. Leute, erstmal, es riecht richtig gut. Ich, zum Beispiel Saskia, von der ich das habe, sie macht das auch einfach nur in die Haare, weil es richtig gut riecht. Also sie benutzt das schon fast als Haarparfum, würde ich mal sagen. Und ja, das mache ich jetzt großzügig in meine Haare. Jetzt kämme ich das Ganze noch einmal. Und dann kommen die Locken. Was ich übrigens vorhabe, nur und ich gehen heute in das 25 Hours Hotel, richtig cool. Und übernachten da. Also ich freue mich mega darauf, weil irgendwie, das ist so eine Tradition bei uns, dass wir irgendwie zu so besonderen Anlässen uns irgendwie, auch wenn wir so aus Hamburg kommen, dann uns ein Hotel in Hamburg holen. Einfach weil wir wohnen ja beide zu Hause. Oder ich glaube, wir würden es auch machen, wenn wir nicht zu Hause wohnen. Also noch zu Hause bei den Eltern wohnen. Aber das ist irgendwie voll was Besonderes, wenn man da nochmal woanders ist. Wisst ihr, das ist wie so ein Tag Urlaub, sag ich mal. Und das macht so diesen ganzen Tag so ein bisschen besonderer. Falsche Richtung. Also ich glaube, die sehen halt viel schöner aus, wenn man sie ausrollt. Jetzt gerade sind sie noch nicht so hübsch, gebe ich zu. Aber ja, ich habe noch hier so zwei Strähnen hinten. Und dann bin ich eigentlich dann mit den Haaren und dann schminken wir uns, glaube ich, zusammen. So, ich bin jetzt fertig geschminkt. Ich war echt lange nicht mehr so doll geschminkt. Aber das heißt doll, ich glaube, es sieht immer noch relativ natürlich aus, aber für meine Verhältnisse doll. Und ja, meine Locken, die erste geht irgendwie die ganze Zeit raus. Keine Ahnung, warum die immer rausgeht. Egal. So seht ihr hier mein Make-up nochmal. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Hotelzimmer. Wir waren vorhin essen. Das war richtig, richtig lecker. Wir waren bei Tio Tio. Heißt das Tio Tio? Wir waren bei Tio Tio essen. Richtig, richtig, richtig lecker. Wir waren eine richtig schöne Gruppe. Also alles voll toll. Und ja, dann sind Günther und ich ins 25 Hours Hotel gegangen. Erstens falsch. Wir haben nämlich zwei Standorte, aber die sind zum Glück nur so, keine Ahnung, 200 Meter entfernt voneinander. Und ja. Eigentlich wollten wir hatten kurz überlegt, ob wir noch in den Club gehen sollen, so auf cool, wir beide zu zweit. Aber dann waren wir so, boah, wollen wir nicht eigentlich einfach nur zu zweit im Bett kuscheln und nichts machen. Und ja, deswegen haben wir nur das Auto einmal ganz schnell noch umgeparkt, weil wir im Halteverbot standen. So, so im Frühjahr, das ist das Halteverbot gewesen. Und ja, jetzt schmecke ich mich ab und dann gehen wir schlafen und morgen früh gehen wir dann zum Frühstück. Ja, da gebe ich euch dann auch mal eine kleine Roomtour. Show me a picture of her. I'm so excited for you. Let's make this.
So, hier seht ihr einmal das Zimmer. Da saß ich ja eben gerade schon. Voll schön. Hier ist das Bad. Da kommt, also hier kommt man rein. Hier ist das Bad. Unser Handtücher. Hier ist das Berg. Hier ist eure Toilette. Ja. Irgendwie passt die Kette ja nicht so zu. Oh, egal. Ja. Hier ist das schöne Bad. Das ist die Dusche. Das sieht auch ganz schön aus. Guck mal. Leute, schau mal, hier habe ich mir das schön gemacht. Ich habe mir gerade auch noch mal einen riesen Tee gemacht. Aus so einem, wie nennt man das, so ein Tritt? Ist das ein Tritt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir das geholt. Oder von unten geklaut, also das habe ich mir jetzt nicht neu gekauft. Damit der Tee die ganze Zeit warm ist. Ich brauche mir immer meinen Tee, vor allem der wird ja auch mal so schnell kalt. Das ist sehr nervig. Ja, Leute, hier habt ihr die Uhrzeit. Hier habt ihr mich. Ja, ich bin hier auf jeden Fall am Lernen und mache jetzt weiter. Ich habe die Daten, meine Erzgerichte, die Schneidhilfe, die Funktion, die sie jetzt saniert.